Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Runde, und zwar diesmal mit Warwick, meine lieben Freunde, Zuschauer, Begeisterte und Unbegeisterte. Ja, ich weiß nicht, ob ich es beim letzten Mal schon hatte, aber ich habe auf jeden Fall das gelbe Bändchen jetzt, wie die beiden hier auch. Wow, okay. Wir befinden uns hier in einer 5 gegen 5 Konfi, das heißt, wir sind zu fünft in einer Konfi, wir skypen, wir zählen zwar nicht, aber wir sind in einer Gruppe. Und die Gegner sind ebenfalls in einer gesamten Gruppe, ich weiß aber nicht, ob die telefonieren, wenn ich mir allerdings die... Skins wie Gangster, Zwisch, Superteam und Eisenschuppen Shivana angucken, könnte ich mir das gut vorstellen. Ich habe auch mal geschaut, also ich weiß nicht, ob es Smurfers sind, aber sie sind alle ziemlich gut. Ansonsten, ja, ich werde es jetzt so machen, ich habe es überlegt nochmal, ich werde nicht nur die gewinnenden Spiele Let's Playen, sondern ich werde auch die verlierenden Spiele Let's Playen, die ich verliere, aus dem einfachen Grunde, da ich sonst manchmal gar nicht hinterherkommen würde. Zum Beispiel habe ich gerade ein Spiel aufgenommen, das wir haushoch verloren haben, das wurde dann aber auch nach 20 Minuten abgebrochen, weil einfach so schlecht gearbeitet wurde zusammen. Was habe ich denn jetzt gemacht? Ach, zu blöd. Weil einfach so schlecht gearbeitet wurde zusammen, dass das absolut nicht zustande kam. Wir hatten nach 10 Minuten 3 zu 15 oder so, und da haben wir dann gleich abgebrochen. Ich war Jungle mit Warwick, wie ich auch jetzt Jungle mit Warwick bin. Und ja, als ich Level 4 war, sind dann 3 Lanes gefallen und dann haben sie mich alle angeschrien, warum ich denn nicht helfen würde. Gut, okay, dann bin ich von Lane zu Lane gerannt, bin gestorben überall, weil ich natürlich allein nichts ausrichten konnte, weil alle tot waren. Und ja, das war dann jetzt die Geschichte davon. Ich hoffe, das wird jetzt besser. Also was tue ich dann natürlich nicht, das tue ich dann natürlich löschen, so ein Mist. Alter, das wird jetzt hier nichts, oder? Sorry, ich verstehe kein Wort von Öpfen, Melie, ab Jungle. Das ist ein bisschen... Ah, okay, der Match. Wenigstens einer, der versteht, was es heißt, im Jungle zu sein. So. Ich versuche mal dieses Warwick-Joke. Geht das? Unbekannter Befehl. Ah, damals war ich zuerst Trash. Kann ich noch? Ja, okay, kann ich noch. Joke Warwick. Geht das so? Nee, geht nicht. Schade. Filebots. Was? Haben sie sich gegenseitig gekillt jetzt schon oder was? Schön, okay. Was ist denn das bitte für eine Sprache? So, er haut es hoffentlich länger mit drauf als der letzte Runde. Er hat auch letzte Runde noch ziemlich gut angefangen. Da hat er eine 2 Schläge auf den Golem gelandet und ist dann einfach mal gegangen. So, Moment, noch nicht einsetzen. Yes. Sehr schön. Du sollst aber nicht mitfahren, du sollst... Ja. Ist ganz schön lebensintensiv gerade trotzdem gewesen, deswegen schlucke ich meinen Trank und warte kurz, bevor ich die Wölfe angreife. Ich warte jetzt nicht darauf, dass der Trank sich auflädt, sondern eher darauf, dass mein Blitz sich wieder auflädt. Kachinka, 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 Attacke! So, okay. Den kriege ich auf jeden Fall. Hoffe ich jetzt einfach mal. In meiner übermotivierten Art und Weise. Ah, nee, der macht mich platt, 100 Pro. So, okay. Na, dann geht's. Hier geht er ganz gut los dieses Mal. Ich bin jetzt gleich Level 2. So, Level 2. Jetzt hauen wir dann morgen nicht auf. Okay, hab's noch nicht gehabt. Auch nicht schlimm. Dann... spare ich es mehr für den nächsten Gegner auf. Und zwar sind das jetzt die Zauberviecher hier. Hier steht noch eine Lampe, die macht er aber gerade tot. Okay, sehr schön. So, Smite habe ich auch gleich wieder. Das heißt, gleich fliegt das nächste Vieh in die Luft. Und down. So, wunderschön. So, jetzt wollen wir uns ein bisschen Leben hier an dem Viechern. Und ich muss aufpassen, dass mein Mana diesmal nicht alle hier ist. Beim letzten Mal im Spiel habe ich zum Beispiel auch vergessen, dass mein, da habe ich mein Mana nicht ganz beachtet. Das war auch ein bisschen doof. Wenn da einmal bei dem Vieh zum Beispiel hier stehst und dein Mana nicht mehr da ist, dann... ja, ne? Ich glaube, ich hole mir erstmal den kleinen Golem hier. Der ist echt immer ziemlich cool, wenn ich den kriegt. Allerdings muss ich da auf meinen Blitz warten. Das geht so nicht.
Ich würde gerne nicht unter 4 nach Hause. Die Frage ist natürlich, ob ich das hinkriege im Jungle. Komm schon. Attacke. Ah, die kriege ich ganz gut. Schaffe ich den hier noch? Das ist ja natürlich jetzt ultra geil, aber ich bin mir nicht sicher. Oh, doch, den schaffe ich. Geil. Geil, 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 geil. Ja, hau mal drauf und jetzt hau ich drauf. Sehr schön. Das Beste wäre jetzt natürlich, wenn ich jetzt die Geister nochmal kriege. Ja. Und zwar gehe ich dann... Ah, weil ich auch wieder auf den Smite, das ist mir zu riskant jetzt, mit dem wir nicht leben. Warwick, come with me. Ich bin Level 2, Alter. Ich bin Level 2. Wie soll ich denn da mit jemandem kommen? Überlegt doch mal bitte, ihr seid alle schon Level 4. Ja, manche Leute verstehst du echt nicht. So. What the fuck? 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 Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Bitte überlebt das, bitte überlebt das, bitte überlebt das. Komm, 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 komm. Oh mein Gott. Alter Schwede. Und war sie es. Sag mir nicht einer ist AFK, dann werde ich böse. Wenn jetzt wieder einer AFK ist. Okay, die Schuhe hole ich mir noch kurz. Komm, 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 komm. Und hinterher. Nee, ist keiner AFK. Wo sind denn die dann? Zwei da, einer da, einer da. Was haben die für Gruppen? Alles klar, ich sehe es gerade. Then defend. No attack. Frage ich mich. Dann frage ich mich. Ganz ehrlich, wenn der alleine gegen zwei ist, wieso greift der an und verteidigt nicht? Das ist doch so dumm, dann soll er sie zum Turm kommen lassen. Alter, 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 Alter. Dann soll, Alter, jetzt direkt ab. Das kannst du vergessen. Kann ich auch nicht mehr machen, oder? Doch, nee, kann ich. Warum? Warum sollte solche Leute dann zum Turm kommen? Das ist so, das ist unglaublich einfach. Gut, dann gehe ich halt auf die Lane und hole mir hier noch ein bisschen was. Ja, das ist alter Schwede. Ne, ich hab's vergessen. Da kann ich gar nichts machen. Ich muss echt erst ein Level aufsteigen noch. Oder 2-3 am besten. Das finde ich, normalerweise sage ich immer vor Spielen am besten noch an den Chat, vor Level 6 komme ich nicht aus dem Wald raus. Aber das interessiert die Leute eh nicht. Wenn die nichts können, dann schreien sie nach dir und dann... Ja, ich weiß nicht. Also momentan kriege ich es eigentlich immer hin, dass ich bis Level 10 absolut kein Toter leide und dann geht es eigentlich erst los in die heiße Phase des Spiels. Und ja, wenn das nicht hinkriegst, dann ist einfach vorbei. 3 bis 3, es ist also momentan noch ausgeglichen, das ist ganz okay. Aber wenn ich sehe, dass der jetzt schon wieder vorrennt, obwohl er gerade eben schon fast verloren hat, dann wundere ich mich doch stark. So, den Geist hole ich mir jetzt noch. Selbst im Dschungel musst du halt aufpassen, dass du nicht bis zum letzten Level halt bis zum Level 6 stirbst, weil sich das ein bisschen schlecht macht. Ich bin mir zum Beispiel auch im Alter. Was ist denn hier los? Ja, der wird gegankt jetzt wahrscheinlich, weil er... Ja, das ist so typisch. Oder werden die unten gegankt? Ich weiß es nicht. So, kurz geholfen. Das ist so. Manche Leute verstehen es aber auch echt nicht. So. Man muss doch so weit sein, vor allen Dingen gerade bei Timo, der dich vergiften kann und dir damit auf schnellste Art und Weise eine Menge Leben abziehen kann. Dann rennt man doch nicht als Nahkämpfer dahinterher und gerade wenn ein Trash, das ist eine übelst gute Kombi. Timo vergiftet dich und slopes mit Pilzen, Trash haut dir seinen Haken ins Gesicht und tut dich damit aufhalten. Da kannst du doch als Nahkämpfer nicht reinrennen. Jetzt rennt er schon wieder vor. Ich glaub's nicht.
Abgesehen davon ist der Tower an sich auch wenn du Tankkämpfer bist, ist der Tower an sich immer eine gute Variante, um ohne Probleme Kills zu bekommen. So, ganz kurz noch warten. Und dann bin ich Level 6. Und ich bis es Kale kommt nicht so gut mit. Ja, ich komme gleich mit. So, jetzt auf den hier. Ja, ich bin unterwegs, mein Gott, ey. So. Traum. Kann ich vielleicht? Ne, ist gerade keiner da, den ich gegen könnte. Ist der Spieler gestorben? So. Ja, sorry, aber chinesisch rückwärts verstehe ich auch nicht. So, jetzt habe ich den hier. Wir greifen mal ein bisschen an hier. So, jetzt setze ich meine Lampe rein. Alter, 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 Alter. Ja, aber, ja, aber, oh, Power. Der Drache hat ordentlich Power jetzt schon. Ich komme nicht mal an einer von denen ran. Ich habe mein... Das mit dem Leben ist bei mir nicht so schlimm, weil mein Leben tut sich nach einer Weile sowieso wieder auffüllen. Die. Ja, das kann ich alleine nicht machen, das kann ich nicht. Sind viel zu stark die zwei. Okay. What's the problem? 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 Ja, sehr schön. Schade, dass ich vorher noch gestorben bin, aber ja, der hat eine Doppeltötung und kriegt dadurch extra viel Kohle. Und jetzt habe ich auch ein bisschen Kohle durch den Last Kill bekommen und hole mir gleich das Biegewasser-Endermesser. Ja, ist ja doof, dass ich jetzt abgedeckt bin dabei, aber na okay. Süß. Englisch, ey. Ich frage mich echt, wie manche Menschen das echt nicht raffen können und jedes Mal in ihrer eigenen Sprache ankommen müssen, obwohl vielleicht einer in zwei Spielen sie versteht. Ich meine, ich bin auch nicht der Englisch-Profi, aber ich versuche trotzdem jedes Mal in Englisch zu reden, weil ich habe auch eine Menge Leute, die Deutsch können, aber trotzdem, das ist, naja, okay. Lassen wir es einfach. So, jetzt bin ich Level 7. Die hoffen, die schaffen die das jetzt da drüben und recken mich gleich wieder ab. Ja, ich schon das Ding hier. Ich würde gern noch ein bisschen im Wald leveln, bevor ich da jetzt wirklich rausgehe auf die Lanes. Es ist ja nicht so schwer, einen Turm zu verteidigen. Außer für den Typen hier, weil der hat anscheinend irgendwie arge Probleme mit irgendwas überhaupt zu verteidigen. Oh, das ist 13 Stück. Ja, dann lass mal arge Probleme überhaupt sein, sich selbst zu verteidigen. Und dann lass mal den Turm noch, dann ist es vorbei. So, drauf, 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 drauf. Kurz ein bisschen Leben hier holen, am Minion. So. 3. Na klar, ist ja gut, dass ich hochgekommen bin. Den in der Mitte interessiert das gar nicht. So. Fuck, 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 fuck. Greif an, greif an, Alter, greif an. Nee, 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 raus, 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 raus. Fuck. Das ist so ein Idiot. Okay, ich glaube, das haben wir, wenn der nicht bald zu sich kommt, dann haben wir das ja auch verloren. So. Ich kann doch nicht auf zwei Lanes kommen, Leute. Das ist doch unmöglich. Mann. Seid ihr auf der Mitte Lane auch eins auf die Fresse gekriegt anscheinend? Der Twitch ist sowieso total über... So, okay, ich sag nichts mehr.
Nee, da ist keiner mehr drin. Die sind wieder abgereckt. Was auch sonst. Ich meine, was erwartet man sonst? Wäre ja zu schön, wenn einfach mal jemand 10 Sekunden leben bleibt. Nein! Wir recken einer ab. Habe ich jetzt eigentlich schon gefeedet. Ja, drauf. Hau auf die Typen, nicht auf den Typen. Hau hier, hau drauf. Ja, hau drauf. Und, jawohl. Und die nächste, komm. Ja, ja. Ich hau doch schon drauf. Ja, ich mach doch schon. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Jawohl. Der fühlt den Ding gar übelst, ey. Alter Schwede. Okay. Ja, man merkt, dieses Let's Play wird ein Let's Play voller Spannung, Spaß und Aufregung durch meinerseits, wenn irgendwelche Leute es wieder nicht hinkriegen. Don't go jungle. I am the jungle. Oh oh, weg. Ich sag mal, sind wir nicht der Master Yi, fängt hier an, mein Jungle zu looten. Dann werde ich böse. Wie die sind auch einfach vollkommen interessiert, dass hier Vasallen stehen, die sie killen könnten, um einfach mal...